Liebe Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Tagen wird mein 30-jähriges Sucher- und Sonnengänger-Treffen stattfinden. Ja, und da ich viele Fragen gestellt bekommen habe: Hey Markus, wie läuft es so auf deinem Treffen ab? Oder wie läuft dein Rallye ab? Oder was muss ich machen? Muss ich mich anmelden? Dazu mache ich dieses kleine Video jetzt. Ja, Leute, am 1.9., das ist ein Freitag, beginnt das Treffen ab 15 Uhr. Dazu müsst ihr, wenn ihr reinkommt, euch bei meiner Frau oder bei meiner Tochter oder bei meinem zukünftigen Schwiegersohn anmelden. Dann bekommt jeder Teilnehmer erstmal für das Treffen ein Bändchen. Wer dann möchte, kann sich sofort schon mal für die Rallye anmelden. Jeder, der sich für die Rallye anmeldet, oder vielmehr nicht jeder, sondern die ersten 30, also seid schnell, bekommt dann einen Schlüsselanhänger, wo drauf steht: Brüsche, das Original. Das habe ich von dem Wilfried Kühn, von einem Stammtischmitglied, gesponsert bekommen. Also an dieser Stelle danke, Wilfried, für die Anhänger. Ja. Dann könnt ihr euch auf eurem Platz einrichten, wenn ihr vor Ort campt. Ja, für die Camper sind Duschen dort. Ja, dann läuft es so im Programm ab für euch. Ihr lernt euch kennen. Ab 18 Uhr wird dann der Grill eröffnet. Zuvor könnt ihr natürlich auch eure Getränke schon am vor Ort liegenden, ja, Ausschankwagen ordern. Bitte habt Verständnis, bringt keine Getränke unter, ja, den Pavillons mit, wo man sich zusammensitzt. Ihr könnt eure Getränke oder euer Essen gerne im Zelt zu euch nehmen oder im Wohnwagen, im Wohnmobil, aber bitte nicht da, wo der Wirt tätig ist. Das macht man nicht, das ist unanständig. Ja, dann ab 20 Uhr wird es eine Tombola geben, die ich gesponsert bekommen habe. Mitunter sind die Sponsoren der Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de, dann der Tim Lemle mit seinem Shop www.detektorenshop.de, der André Günther mit dem Metalldetektoren-Shop.de. Ja, und natürlich meiner Wenigkeit. Ja, dann haben wir den Freitag schon fast hinter uns gebracht. Nach der Tombola könnt ihr weiter feiern, so wie ihr möchtet, trinken, essen, solange der Peter vor Ort ist. Ja, dann beginnt ein neuer Tag, der Samstag. Da werde ich schon um 11 Uhr vor Ort sein für die Anmeldung zur großen Sucherrallye entgegennehmen, wer da noch sich nicht angemeldet hat. So, der Anmeldeschluss für die Rallye ist so gegen 12:30 Uhr. Ja, teilnehmen kann jeder, der möchte. Auch Kinder können teilnehmen. Für die Kinder haben wir sogar extra Pokale hergestellt bekommen. Diese hat der Juri von RK Printing hergestellt. Und ja, erstmal vielen Dank an den Juri, dass du diese für die Kinder gesponsert hast. Ja, wie gesagt, wie läuft es auf der Rallye ab? Erstmal vorab, ich habe mit meiner Familie 10.000 Münzen für euch eingebracht, diese ziemlich flach in den Boden eingebracht, keine tiefer als 5 cm. So hat jeder, aber auch rein jeder, eine Chance, genügend Münzen zu finden. Egal mit was für einem Detektor, es sind genügend Münzen da. Ja, es läuft dann so ab: Ihr habt dann 1,5 Stunden Zeit, so viele Münzen zu finden, wie es nur geht.
Nach dem Abpfiff der Rallye tut er die Münzen, die ihr habt, in die vorgesehenen oder in das vorgesehene Tütchen, was ihr bei der Anmeldung zur Rallye bekommen habt von mir. Und das ist ganz wichtig, die werden direkt vor Ort am Platz abgegeben, nicht erst auf dem Veranstaltungsgelände. Wer das tut, wird disqualifiziert. Ich bitte euch auch schon im Vorfeld nicht zu schummeln oder Münzen wieder zusammenzuwerfen, wie es in den Jahren üblich war. Aber dafür gibt es ja bei mir die zweite Runde. Das läuft wie folgt ab. Ich werde aus der ersten Runde die besten 13 Sondler ermitteln oder Sondlerinnen oder Kinder, die darunter fallen, ermitteln. Die werden dann zur zweiten Runde gehen. In der zweiten Runde wird es so ablaufen: Jeder Teilnehmer der zweiten Runde bekommt einen Schiedsrichter beiseite gestellt. Der ist dafür da, die Münzen, die einer findet, sofort entgegenzunehmen. Damit wird das Schummeln in der zweiten Runde komplett unterbunden. Ja, dann habt ihr für die zweite Runde eine Stunde Zeit. Für die Leute sind auch genügend Münzen noch übrig. Ja, dann wird die zweite Runde auch abgepfiffen. Die Münzen oder die Tüten hat ja jeder Schiedsrichter. Die werden wir dann auf dem Veranstaltungsgelände auswerten. Vorab sei gesagt, jeder ist schon mal Gewinner. Nur die ersten drei Plätze bekommen natürlich Pokale und einen Detektor ab Platz 4 bis Platz 13. Diese Personen bekommen eine Medaille und ein Restaurationsset von mir. Ja, die Prämierung wird so gegen 18 Uhr stattfinden. Dann habt ihr noch 2 Stunden Zeit bis zur Tombola. In der Zeit könnt ihr euch frisch machen, etwas essen, etwas trinken, euch zusammensetzen. Ja, wie gesagt, ab 20 Uhr findet dann die Tombola statt. Wieder von meinen Sponsoren www.abenteuer-schatzsuche.de sowie von detektoren-shop.de und vom metalldetektoren-shop.de gesponsert und von einem Facebook-Mitglied aus meiner Gruppe, vom Ralf Brühl, der Schreibgeräte herstellt. Der hat für mein 30-jähriges Treffen extra für euch einen handgemachten Füller gefertigt. Geht auch mal dort auf seine Shop-Seite schreibgerätebrühl.de. Ihr findet ihn auf jeden Fall bei Google. Ja, meine Wenigkeit tut auch wieder ein paar Restaurationssets mit in die Tombola. Ja, und der Gerd Miesbauer hat auch noch ein paar Tassen für die Tombola übergehabt. Ja, damit wäre dann der Samstag soweit auch erledigt. Dann werden wir uns noch für das Ausklingen des Samstags ab 22 Uhr zusammensetzen. Dann könnt ihr euch ein wenig weiter unterhalten, vielleicht auch noch verabreden für den darauffolgenden Tag, weil Sonntag ist der Abreisetag. Ja, dann, wie läuft es Sonntag ab? Ja, ihr habt genügend Zeit zum Frühstücken. Ab 12 Uhr müsst ihr dann den Platz bitte sauber verlassen, weil mit das dann dort weitere Fußballspiele geplant sind. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal einen großen Dank an meinen Wirt, den Peter Löhr, der mich schon seit 28 Jahren bei meinen Treffen unterstützt und seit 25 Jahren meinen Stammtisch mitmacht. Ja, dann möchte ich mich bei dem Sportverein SSV Roggendorf in Vertretung mit der Sandra Müller bedanken, dass wir dort
einen Platz gefunden haben, wo ich mein Treffen ausrichten kann. Ja, und ein Riesendank an den Arndt Maaßen. Das ist der, ja, Landwirt, der uns die Flächen immer für die Rallye zur Verfügung stellt. Ja, und dann noch zum Schluss einen Dank an, ja, das Bodendenkmalamt Köln, die mir es erlauben, euch über einen Acker laufen zu lassen. Das ist heute auch nicht mehr so üblich. Ihr wisst ja, ihr braucht für die Suche oder schon allein schon für die Benutzung eines Metalldetektors in NRW eine Genehmigung. Aber zu meinem Treffen und für die Rallye ist dieses vom Amt genehmigt. Ja, dann möchte ich mich nochmal bei allen Beteiligten, Unterstützer und ja an meine Familie richten, die mir ja 30 Jahre lang zur Seite gestanden haben, dass ich überhaupt so ein Treffen auf die Beine stellen konnte. So, ich möchte das Video auch nicht so lang machen, sonst schaut sich das im Endeffekt keiner mehr an. Zum Schluss werde ich noch ein paar Bilder anhängen, die es lohnt sich anzugucken. Und damit möchte ich auch das Video beenden. Euch wünsche ich eine tolle Zeit bei mir am Treffen, eine gute Anreise. Ich wünsche und drücke euch die Daumen für die Rallye, dass wirklich mal Leute gewinnen, die man nicht auf dem Schirm hat. Also, wie gesagt, wir sehen uns in 9 Tagen oder in 10 Tagen ist das Treffen. Also bis dahin, tschüss, euer Markus. Thank you.